Willkommen in Part Nummer 7 des Half-Life 1 Let's Plays. Letzte Folge haben wir die Fahrt mit dem Zug beendet, die Rakete gestartet, die das Portal nach Xen schließen soll, unsere ersten Ninjas getötet und wurden am Ende gefangen genommen von den Soldaten. Und was jetzt geschieht, sehen wir jetzt. Okay, das sah gar nicht geskriptet aus. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier gefangen genommen und in einer Müllpresse. Man hat sich allerdings super Gedanken um uns gemacht und sich um uns gesorgt. Und deswegen hat man sich überlegt, dass man uns den Leiter mit dem Müll baut. Sehr zuvorkommt. Ziemlich waffenfrei. Ich habe jetzt immer die Crowbar wieder gefunden. Mal gespannt, ob der Müll noch weiteres offenbart. Wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir erstmal mit der Crowbar vorlieb nehmen. Oh, kein Fallschaden. Interessant. Okay, der Ausbruch ist zunächst geglückt, würde ich schon mal sagen. Das war ja einfach. Nicht weiter. Dann wollen wir mal gucken, ob wir auch wieder an Waffen kommen. Oh ja. Blubbernde Wasser. Das ist immer gut. Oh, was machst du denn hier draußen? Wer hat dich denn hier liegen lassen? Immer erst an Rädchen drehen. Man hat ja auch überhaupt kein Z-Clipping, an dem man sieht, dass der blaue Balken einfach in die andere Textur reinfährt. Ist das unter Windows nicht so problematisch? Naja. Ja, ich spiele unter Linux. Wahrscheinlich hätten wir das eher reinklettern sollen, solange noch Wasser drin ist. Aber machen wir mit unserer 16 HP halt weiter. Mal gucken, ob mich gleich eine Headcrab 2 hittet. Ah. Ich werde mal ganz kurz die Variable Skill abfragen. Skill 2, ja, das müsste Medium sein. Sehr gut. Du siehst meinen Brocken. Ich habe keine Ahnung, was es hier gibt. Das sah nur so aus, als könnte man da rein. Ich habe gedacht, bevor ich dem Typen lang renne, gucke ich mal, was in der Brühe schwimmt. Wünschte ich aber gerade, ich wäre erst dem Typen hinterher gerannt, weil ich gerne wissen möchte, ob er mir was zu sagen hat. Dann fragen wir ihn doch nochmal eben. Die meisten Wachen waren ja bislang doch eher auf unserer Seite. Munition haben wir gefunden. Okay. Ah, der Arme ist hier reingefallen. Vielleicht hätte ich hier die Crowbar nehmen sollen. Denn, wenn ich mich recht entsinne, waren die Dinger One-Hit mit der Crowbar. Richtig. Ah, fahren wir nochmal hoch hier. So. Und ein wenig Energie, Leben, HP, Health, whatever gibt es hier auch noch. Medizinische Versorgung. Ja, wir sind wieder bewaffnet. Eine Pistole sollte ja gegen sämtliche Soldaten hier ausreichen. Wir sind ja ein professionell ausgebildeter MIT-Wissenschaftler. Die können natürlich mit Waffen umgehen. Die zocken in ihrer Freizeit ja wahrscheinlich irgendwelche Ego-Shooter. Ne? Da lernt man sowas, habe ich gehört.
steht erst das in der Zeitung, das muss stimmen. Also, als professionell ausgebildeter Wissenschaftler und Computerspieler. Die Tür macht auch kein Geräusch des Geschlossenseins, die auch nicht. Ja, die macht ja kein Geräusch. Aber im Zweifelsfall können wir entweder hier runterspringen wahrscheinlich. Nee, auch das nicht. Da müssen wir halt doch hinten nochmal durchhoppen. Aber das ist ja kein Problem. Den Weg haben wir ja bereits quasi per Zufall gefunden. Geht mal los. Ist aber auch interessant, was das darstellen soll. Ich meine, irgendwie wird hier scheinbar nuklearer Abfall zerstampft. Das sieht eher aus, als würden die versuchen, Käse draus zu machen oder sowas. Ich meine, das ist eine Brühe und das Stampfzeug hat keinen sichtlichen Effekt. Keinen sichtbaren. Wenn jemand eine tolle Theorie hat, immer her damit, ne? Das, was da oben rüber zu laufen. Oh ja, anders kommt man nicht weiter. Ja, und das ist schon ein guter Grund, oben zu bleiben. Oh. Ganz klasse. Sowas liebe ich ja. Was für eine marode Infrastruktur, die hier die ganze Zeit fahren. Ne? Aber gut, dass das ja No Safety ist, das haben wir ja schon wiederholt feststellen dürfen. Was war das jetzt? Eine offene Tür. Ist ja noch mehr Zeugs für uns? Nee. Die Tür, du bist im Weg. Dankeschön. Mal sollten die Türen noch Wege freigeben oder so. Oh, gut. Waren wir ja vorhin schon. Wieso laufe ich nicht eigentlich einfach über den Rand? Das dürfte doch wesentlich schneller gehen. Und wahrscheinlich würde ich dann auch nicht einfach reinfallen. Oh, der Rand ist glitschig. Na, super. Die Theorie war gut. Die Praxis ist gescheitert. Ja, das ist ein bisschen zu weit, aber immerhin. Da jetzt aber. Sehen die alle weg für Getier. Ja, da ist auch nichts dahinter. Nein, ich möchte da nicht rein. Brennsymbol da? Habe ich mir irgendwie was getan? Ja, vermutlich, ne? Ach ja. Hier kommen wir, aber hier gibt es noch ein paar HP für die Leute, die da gerade sich mehr getan haben als ich. Ich will da unbedingt gerne durch.
haben schon 100 Aufladungen, sehr gut. Und jetzt auch nochmal zurück. Gibt's ja irgendwie eine. Ja, Achievements gibt's keine, aber wofür ist das ganze Backtracking bitte gut? Ist nicht. Sonst ist ja auch nichts drin, ne? Nee. Oh, guck mal, das Wasser passt nicht ganz zusammen. Professionell. Naja, passiert. Oh, wenn wir jetzt die Gelegenheit dazu haben, machen wir uns mal wieder voll hier. Weiter geht's. Speichert der jeden Allscreen automatisch? Ich hole das mal sicherheitshalber nach. Gucken, ob es da noch was gibt. Sieht nicht so aus. Hm. Bei vielen dieser Einrichtungen keinen direkten Sinn erkennen, aber also außer ein kleiner Plattformer für mich zu sein hier. Und die Reise endet in einem Tank. Da müssen wir oben drüber raus. Ah, den finde ich nicht. Ah. Au, das hat weh. Gucken, wie geht's denn hier wieder hoch? Wow. Obwohl der Anzug mich scheinbar im Falle von Knochenbrüchen irgendwie versorgt, verliert er keine Energie, wenn ich irgendwo runterfalle. Hier wollte ich ursprünglich eigentlich drauf springen. Heiß? Nee, auch nicht. Ja. In einem der Botte hier war bestimmt was ganz Tolles drin und wir haben es jetzt nicht gesehen. Oder auch nicht. Schaden kriegen. Das ließ sich wohl nicht ganz vermeiden. Allerdings haben wir hier eine Regel, dass man nicht zu weit springt. Und die sind auch nur fürs Springen, die haben sonst gar keinen praktischen Nutzen. Aber naja, wir wollen uns nicht beschweren, uns haben sie geholfen. Der fragt das alle wieder viel zu viel, oder? Mann, Mann, Mann. Oh, das sieht aber auch willkommen aus. So einladend. Nein, du sollst da reinfallen. Au. Eieiei. Ich bin ja fast kaputt. Ich speichere nochmal. Vielleicht komme ich um die Ecke, wird der instant killt und das jedes Mal, wenn ich lade. Nee, von hier nochmal. So. Questionable Ethics, was? Bei Black Mesa doch nicht.
wurden hier scheinbar auch schon gefangen gehalten, so zu Forschungszwecken oder so. Ich meine, vorher hatten sie keine Hundekäfige in ihrer Nähe. Ah, ich bin sehr talentiert, möchte ich betonen. Ich bin süchtig nach Medikits hier. Oh, ich habe gar keine Munition mehr. Ich habe mich immer mal beschwert, dass man für die Magnum hier so wenig Munition hat. Jetzt ist das die einzige Waffe, zu der ich noch Munition habe. Oh. Guten Tag. Ah! Ich wollte dir helfen. So ist dir vermutlich auch geholfen. Ich meine, zumindest dein Leiden ist beendet. Die haben aber auch recht kurzfristig hier gemütliche Apparaturen aufgebaut. Ha? Wow. Das war natürlich wahrscheinlich das cleverste, was ich machen konnte. Alarm auslösen. Ein paar Headcrabs gesprengt. Ich meine, ist mir ganz recht, aber. Guck mal, ich habe wieder MG gefunden. Wie praktisch. Leute, ihr habt kaum Waffen. Ich gebe euch noch eine Hellstation direkt nach dem ersten Soldaten, den ihr trifft. Hey, it's no good up there. It's all sealed off. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding somewhere in the labs. Maybe with both of us looking, we can track them down and get them to let us out. Also du bist auf der gleichen Seite wie die Security-Kräfte, aber auch auf unserer, ja? Okay, I'll copy. Das ist interessant. Dass ich mich an diesen Bereich hier erinnere. Ja, das ist keine sonderlich gute Erinnerung. Ah, warum mal gucken. Da kommen wir nicht durch. Hat der noch was zu aufsammeln? Nee, ja auch nicht. Ich speichere mal in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Hells finden. Ja, hier zum Beispiel, ne? Jetzt auch gegrillt werden. Na komm. Und zumindest die paar, die dann ihre Zelle da verlassen haben. Was ist das denn?
Ein automatischer Weapon-Switch, bitte. Upsacha. Oder was von einem Torero, dass man den ausweichen kann und so. Ah! Okay. Interessant. Speichern wir nochmal wieder, weil wir es ja können. Profisoldat, muss ich dazu sagen. Das ist die Besten der Besten, Sir. Kommen wir zum Thema. Oh, fuck. Drei Raketen verballert. Spannend, wie das hier weitergeht. Ein kleiner Übersichtsraum, der mir gar nichts bringt. Naja, gut. Von da kamen wir nicht. Ich hab gedacht, wir kämen von hier. Doch, wir kamen von hier. Wo kommt denn der Soldat her? Keinen Versteckengang freigegeben. Ah, nee. Oh, das sieht auch nach einem Raum aus, der wahrscheinlich sehr viele Funktionen hat im wissenschaftlichen Alltag. Wie üblich wissen wir nicht welche, aber. Schon wieder Alarm. Ach nee, wir bleiben jetzt mal unten. Ich viel Munition sparen, wenn ich einfach mit den Einzelnen schieße. Das wäre noch spannender, wenn ich die Crowbar nehmen würde, aber das würde auch noch mehr HP kosten. Hier will ich nicht hin. Ich muss noch nicht. Aber erstmal hier den Weg frei. Guck mal, da haben wir auch eine Mini-Station, die wir jetzt auch wieder brauchen, weil wir natürlich uns selber schaden. Weil wir es können. Okay, da kommen wir also so ohne weiteres nicht rein. Wir können zwar ins Fenster springen, aber wir können da nicht durch. Na gut. Ich denke, dann müssen wir doch wieder dort lang. Ich speichere einfach mal. Da muss feststellen, dann passiert sonst nichts. Aber jetzt, wo ich hier alles leer habe, hatte ich nicht vorher noch mal eine Wache dabei? Oh, da oben. Ja, doch, jetzt, wo mittlerweile alles tot ist, könntest du recht haben. Kommst mit? Wo willst du denn immer alle hin? Hättest du die jetzt rausgelassen und uns quasi umgebracht, oder was war dein Plan? Ja, komm mit. Ich weiß zwar nicht, was wir tun können, aber ich möchte dich erstmal dabei haben und mal gucken, wie du auf diverse Türen reagierst. Kannst du hier oben irgendwas Tolles machen? Offensichtlich nicht. Und
Infectious Waste, ja, sowas hat man gerne im Alltag rumstehen. Weißt du etwas über diesen Raum hier? Auch nicht, na gut. Da ging es auch nicht weiter. Wo bleibst du denn? Komm. Nein, du sollst mitkommen. Hä? Du Vollhorst. Lauf doch weiter. Jetzt aber, komm. Ja, geht doch. Was war hier oben nochmal? Ach ja, ein Ladescreen. Ach ja, ein Ladescreen? Oh ja, gutes 8 Jahre nehmen wir zurück. Okay, I'll wait here and help anyone else. Ja, das wäre wahrscheinlich das Beste. Was hat denn der jetzt? Meine Fresse, ey. Nee, das ist echt nicht einfach mit den talentierten, tollen KIs. Aber immerhin rannte er nicht, aber von alleine sein Verderben. Also primär nicht, weil ich vorher sein Verderben eliminiert habe, aber... Nee, irgendwie müssen wir die Laserstrahlen, glaube ich, noch anders führen. Kind of weapon? Put that down. It's a prototype. Why are you using it? It's Danke. Much too unpredictable. Don't let it overcharge. What do you mean? Over. It's bin ich natürlich gemütlich weit gelaufen, aber jetzt weiß ich auch, dass die Waffe gefährlich ist. Ist doch schon mal was. Ich mag die Waffe. So, jetzt haben wir aber alle vier Dinger aktiviert, oder? Ich hatte das langsamer in Erinnerung, aber gut. Ist eigentlich die Kiste gut? Kann ich kaputt machen? Nö. Jetzt kann man hier bestimmt auch einen Knopf drücken. Was passiert? Was mit dem Laser, okay. Achso, ich verstehe. Meter weiter zurück. Oh, irgendwie passt das Ding da nicht durch. Und der Laser macht uns jetzt einen Weg. Wir machen den Weg frei. Dann hole ich nochmal Günther ab. Okay, why not? Didn't want to die alone anyway. Nö, wir können auch zu zweit sterben, das ist okay. So, du wartest eben hier. Ich gucke da einmal runter, sehe, dass ich wahrscheinlich gleich totfallen werde. Und beende hiermit den 7. Part des Let's Plays. Ja, ich gehe davon aus, den 7. Part. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen.